Die Börsenminute Investments für die 20er Jahre. Mit freundlicher Unterstützung der Dadat Bank. Ein Hörer meines Wochenend-Podcasts Geldmeisterin, den ich euch auch ans Herz legen kann, stellte sich angesichts des Krieges in Europa die Frage, die von allgemeinem Interesse sein könnte. Er fragte mich, ich investiere überwiegend in ETF und Fonds, die in Euro notieren, die aber mit selben oder ähnlichen Wertinhalt auch in US-Dollar oder manchmal auch in britischen Fonds oder Schweizer Franken aufgelegt sind. Würden Sie nach Aussagen des Professor Meyers im Podcast Geldmeisterin, der Dollar sei langfristig gesünder als der Euro, die Fonds oder ETFs eher in einer Fremdwährung als in Euro bevorzugen? Dazu ist Folgendes festzuhalten. Egal, ob die Vorwährung Euro, Dollar, Pfund oder Schweizer Franken ist, es kommt natürlich auf die Unternehmen an, in die die Fondsprodukte investiert sind. Ein Indexfonds zum Beispiel auf den S&P 500 hat schon dadurch eine Dollarkomponente, dass er in USA notierte Unternehmen investiert, die in Dollar fakturieren. Daher ist ein internationaler Fonds, selbst wenn er in Euro aufgelegt ist, automatisch wechselbar. Kursen ausgesetzt. Deshalb ist auch das Studium des Factsheets von Fonds so wichtig, in dem auch die Ländergewichtungen der Fonds angegeben sind. Das heißt, selbst wenn der international veranlagte Fonds in Euro aufliegt, hat man ein Währungsrisiko und andersrum auch Wechselkurschancen. Außer der Fonds oder ETF ist dezidiert währungsgesichert und führt als Zusatz im Namen US Dollar hedged, Euro hedged, Schweizer Franken hedged oder britischer Pfund hedged. Diese Währungsabsicherung mit Devisenderivaten kostet aber natürlich Rendite und ist umso teurer, je höher die Zinsdifferenz des entsprechenden Auslands zu Europa ist. Ob hingegen die Vorwährung in Dollar, Euro, Schweizer Franken oder britische Pfund lautet, ist für den Euro-Anleger mit einem europäischen Depot völlig egal und nur ein Marketing-Schmäh, der Sicherheit bzw. Währungschancen suggerieren soll. Denn die Depotbank rechnet immer auf Euro zurück und weist den Wert immer in Euro aus. Nehmen wir zum Beispiel den ETF auf den US-Leitindex S&P 500 als Beispiel. Angenommen, er erzielt in Dollar aufgelegt 5% Rendite und in der Vorwährung Euro nur 2%. Die Europäische Depotbank rechnet die in Dollar aufgelegten Fondsanteile um. In beiden Vorwährungen erhält man somit dann die gleiche Rendite von 2%. Wenn man also, um auf die Frage des Podcast-Hörers zurückzukommen, der Meinung des deutschen Ökonomen Thomas Meyer folgt, der Dollar sei langfristig stabiler als der Euro, muss man nicht einen Fonds wählen, der in Dollar aufgelegt ist, also dessen Vorwährung Dollar ist, sondern ein Produkt wählen, das in Unternehmen investiert, die im Dollarraum ihre Geschäfte machen. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.